Herr Bucher, wenn ich Sie schon mal da habe, und meines Wissens haben Sie eigentlich noch gar nichts gesagt zu dieser, nicht ganz neuen, aber jetzt doch relativ hochkommenden Scheibner-Eurofighter-Kiste, wo es angeblich um Schmiergelder gehen soll. Und das wollen wir doch ein bisschen ändern. Es wird morgen im Parlament die Immunität aufgehoben, die Staatsanwaltschaft wird dann ermitteln. Ist Scheibner für Sie noch tragbar? Ja, selbstverständlich. Er hat ja heute auch in einem Live-Gespräch mit dem Herrn Wolf klargelegt, dass er völlig unschuldig ist und dass das eine Konstruktion ist, die beispiellos ist, dass man einen unschuldigen Politiker, der einmal Regierungsverantwortung getragen hat, verfolgt, bis ins Privatleben hinein und bis zu seinen privaten Geschäften. Aber woher wissen Sie das eigentlich? 8 Jahre nach dem Eurofighter-Kauf macht er jetzt wieder ein Geschäft mit einer Nachfolgegesellschaft der Eurofighter. 8 Jahre danach, glauben Sie wirklich, dass 8 Jahre nach diesem Deal 60.000 Euro fließen? Da wissen Sie, was das Gute ist, was ich glaube, ist eh völlig wurscht. Sie haben heute gesagt, Herr Bucher, es ist höchste Zeit für Aufklärung. Alle Vorwürfe müssen schonungslos untersucht werden. Meinten damit den Untersuchungsausschuss zu dieser Inseraten-Affäre. Gilt das dann auch für Scheibner? Ja, aber selbstverständlich. Scheibner hat ja von sich aus gesagt, er legt alle Dokumente offen. Er will sogar seine Geschäftspartner davon überzeugen, mit ihm eine Pressekonferenz zu machen, öffentliche Aussagen zu machen und zum Staatsanwalt zu gehen. Damit das schnell aufgeklärt wird und dass diese Verdachtsmomente nicht monatelang durch die Gazetten... Also so ein Untersuchungsausschuss, ob es jetzt einer ist oder mehrere, könnte dann, sollte dann auch ja, um diese Scheibner-Affäre erweitert werden. Zu allen Untersuchungsgegenständen unsere Zustimmung geben. Vorbehaltslos, schonungslose Aufklärung, da machen wir nicht Halt von niemandem. Und der Herr Kollege Scheibner, der ist hochweis und anständig und da lege ich meine Hand ins Feuer. Und es gilt einmal mehr die Unschuldsvermutung in diesem Land. Bedanke mich ganz herzlich, Herr Kogler. Herr Bucher, für den Besuch im Studio, nicht zuletzt, weil Sie ja früh raus müssen und einen langen Tag im Parlament vor sich haben. Dankeschön. Danke.